Chicka-bappen. Wir sind immer noch in den Bergen und wollen da jetzt raus. Darum drehen wir mit dem Feuerlöscher des Lebensfeuer der Gegner jetzt auch aus. Bei Let's Play Grandia. So, scheiß Vögel. Der MacUnknown wollte unbedingt sehen, was die E-Mails so hergeben. Nein, er wollte, oh, das ist cool, den Feuerlöscher von zusehen. Und deswegen habe ich ihr den Bogen nochmal ausgestattet, damit sie es einsetzen kann, weil das eben eine Bogenfähigkeit ist. Aber ihr seht, wie wahnsinnig langsam das funktioniert mit ihr. Aber sie ist hoffentlich dran, bevor die Gegner dran sind. Deswegen würde ich jetzt normalerweise, um gegen die Vögel ein bisschen besser vorzugehen... Jawohl! Wow, das ist wie die Amazone mit ihrem Streuschuss. Wow! Sonst wäre ich jetzt mit Fina, hätte ich aufs Zaubern verzichtet. Einfach deswegen, weil wir gucken müssen, dass wir mindestens einen Vogel so schnell wie möglich umbringen können. Wenn er dann nochmal zu seinem Verwirrschuss kommt, dann sieht die Sache nämlich relativ übel aus, was der jetzt aber hier relativ drauf verzichtet. Yay, 3 Schadenspunkte für gar nicht. So, dann kann ich weiter meinen Grabenskill steigern. Und ich werde gleich nochmal zurück zum Dings gehen. Wie heißt es noch gleich? Ich werde gleich nochmal zurück zum Speicherpunkt gehen, um mir meine... die Ansicht von Sue ist gerade die beste. Ich werde nochmal zurück zum Speicherpunkt gehen, um meinen Spezialpunkt oder SP mit Sue dann auch wieder zu maximieren. Bevor wir dann jetzt weiter hier durch... durch eintreten werden. Wundervoll. Wir haben einen weiteren Pfandbraten. Was ist das? Ich gucke mir jetzt nochmal an, was das Zeug eigentlich macht. Ah. Und dann hoffe ich, dass ich nochmal größere Gegneransammlungen wiederfinde, um mit Fina nochmal den Windzauber ein bisschen weiter hoch zu jagen. Aber jetzt gucken wir jetzt mal an, was ich denn jetzt zur Gegenstandstechnik hier mit dem Pfandbraten jetzt habe. Ne, das ist was anderes. Das ist der Pfandbraten. Was macht das? Erhöht IP bei einem Freund dauerhaft. Was sind IP? Ich habe keine Ahnung. Moment, dauerhaft. Aber ich kann es hier so im Inventar nicht einsetzen. Wenn es dauerhaft ist, hört sich das so an, als würde das ein Statusverbesserungsding sein. Wir sehen uns gleich hier wieder. So, ich bin wieder da. Werde dieselbe Taktik fahren, wie beim... Da war der Gegner. Scheiße, warum müssen es immer diese verdammten Vögel sein? Ja, ich sehe, ihr wollt mir von hinten irgendwo an den Bürzel fassen, nicht wahr? Aber ich komme euch in die Ecke drängen. Aber hier haben wir jetzt gerade nichts. So, Fina hat in dieser Konfrontation den Stufe 2 Zauber Beben gelernt. Moment, hier wollen wir jetzt mal gucken, was wir denn jetzt hier so sehen. Ah, da unten haben wir Goldmünzen versteckt. Da sind diese Dinger ja doch mal zu irgendwas gut. Aber ich meine gerade gesehen zu haben, dass hier noch irgendwie ein Gegner rumkeucht und fleucht, aber da haben mich meine entzündeten Augen wahrscheinlich ein wenig getrübt. Oder es ist einer dieser Vögel, die ja... Also, der Nicht-Gegner-Vögel, Schmetterlinge, der... Ja genau, von diesen Dingern hier, die hier rumfliegen, meine Nerven kaputt schrubben. Oh, normale Gegner, finde ich gut. Ich glaube, wenn ich hiermit durch bin, werden alle meine Leute erstmal auf den aktuellen und höchstmöglichen Rüstungsstandard erhoben werden. Außer natürlich, ich habe irgendwelche Sachen vergessen, die man jetzt hier noch irgendwie finden kann. Ginseng, glaube ich, zum Heilen ganz gut. Bin nämlich am Überlegen, ob ich jetzt die Ability oder den Zauber mit zu, diesen Einschläferungszauber mal benutzen soll. Vor allem von denen hier. Weil es bei größeren Gegneransammlungen mehr Experience pro investierte Magiepunkt, wovon noch viel zu wenig da sind, verspricht, das entsprechend so weit zu tun. Dann hatte der Lunik... Oh Gott. Das ist eine beschissene Kombination bei diesen Gegnern. Ja, mal sehen, ob ich das... Ich lasse es, glaube ich, mal drin. Das könnte vielleicht interessant werden. Dann 3 Kobras und ein Vogel. Okay. Wissen wir, was wir zu tun haben, gell? Hoffe ich zumindest. Wir... Schockwelle. Schockwelle haben wir auch noch nicht gezeigt. Auf den verdammten Vogel, bitteschön. Den wollen wir jetzt möglichst schnell weghaben. So, was machen wir? Wir setzen einmal den Heuler ein. Auch auf den verdammten Vogel, genau. Vogel muss weg. Vogel muss weggeweht werden. Nach Vorderasien. Pauz! Achso, wir töten einfach mal alles gleichzeitig. Okay. Das war jetzt ein wenig etwas, was ich nicht erhofft habe. Sagen wir es mal so. Auch wenn Welle natürlich eine entsprechend räumliche Ausdehnung zu versprechen vermag. Das konterkariert jetzt natürlich hier meine Bestrebungen, noch ordentlich Erfahrungspunkte mit meinen Zauberkundigen abzugreifen. Aber wie wir machen, der ist halt so. Dafür kann uns der Vogel jetzt gerade. Die setzen nämlich auch außerordentlich oft ihre verdammten Fähigkeiten ein. Aber
Ja, dafür können wir unsere, aufgrund der massiven Anforderungen, was die SP betrifft, um sowas einzusetzen, nicht immer aus dem Vollen schöpfen, mehr oder weniger. Der Lunicloud, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, hatte mir bei Sue geraten, dass ich die dicke Eisenkeule mit ihr nicht benutzen sollte, weil sie dadurch eventuell weniger gut agieren kann oder was auch immer. Ich habe festgestellt, dass bei, das sind auch wieder Gegner, oder? Dass bei den meisten Gegnern sie mit der Eisenkeule oder bei den Gegnern sie ganz wenig Schaden macht, warum auch immer. Deswegen habe ich ihr die Spitzhacke wiedergegeben. Weißt du, ist dadurch irgendwie dieser Aktionswert, oder die Keule reduziert den Aktionswert um ganz beträchtliche... Ist hier irgendwas? Nein, nur viel Luft um nichts. Um relativ beträchtliche Werte, ich glaube um insgesamt 10. Und... geht's hier wieder? Okay, wir sind jetzt, glaube ich, versehentlich durch das Gebiet durchgelaufen. Ich war noch nicht fertig, ich brauche noch mindestens ein Mana-Ei hier. Das ist aber blöd. Ich hoffe, ich fange jetzt nicht wieder direkt von... Ganz von vorne an? Fragezeichen? Östliche Wrangelberge. Müsste jetzt hier nicht der... Moment, östlich? Also im Westen sind wir, glaube ich, angefangen. Ich frage mich jetzt gerade nur... Wo... Ach, ist das der Eingang, wo ich rausgegangen bin gerade? Ich brauche eine Karte für... Ich bin verwirrt gerade. So, hier ist Norden. So, und hier... Ach so, nee, das ist... Ah, das ist aber toll. Merkt sich das Spiel, wo wir reingekommen sind oder sowas? Jetzt sind natürlich wieder alle Gegner da. Ganz große Klasse. Fina ist gerade knackige Stufe 8 geworden. Und ich habe das Gefühl, man mag mich eventuell da wieder Lügen strafen, aber ich habe das Gefühl, sobald irgendwie jemand von denen einen Zauber lernt, der gut ist, also der ein höheres Level oder sowas hat, dass dann mehr Erfahrungs- oder Magiepunkte zugewinnt stattfindet. Was ich jetzt noch vorhabe ist... Items aufsammeln. Und dann mal gucken, was man so an Gegnern... Oh, das zweite Mana-Ei. Ganz wichtig. Eventuell soll ich jetzt sogar nochmal wieder zurück nach Neuparm gehen und bevor ich den Rest der Gegner hier niederstrecke und noch gucke, was sonst noch hier so rumliegt, dann eventuell mit den anderen beiden nochmals anfangen, das Zaubern zu steigern. Aber pro Steigern, das fällt mir momentan relativ schwierig, hier irgendwelche Prioritäten oder sowas zu setzen. Also zwischen Zaubern und Waffen. Momentan ist es bei Fina so, dass ich maßgeblich die Zauber steigere. Wollt eigentlich die Umrundung dieses Gebietes jetzt noch ein bisschen vollenden und dann nochmal durch die Mitte gehen, falls ich irgendwo hier mal eine Mitte finde. Und gerade bei einem so riesigen Gebiet hier finde ich es doch ein wenig schade. Okay, hier kann man hoch? Also es ist ja undurchsichtig gemacht, wo man hoch kann, wo man nicht hoch kann. Muss auf den Rasen achten oder sowas. Hoffen, dass der Rasenmäher da nicht zu viel wegschnibbelt. Und dass es keine Karte gibt für so ein Riesengebiet und eine Kraftfrucht, vermutlich um einen permanenten Aufstieg der Stärke oder sowas herbeiführt, würde ich zumindest hoffen. Aber was auch ein bisschen dämlich ist, ist, dass sie nicht stringent irgendwie dieselben Gegenstandssymbole als Schatz für dieselben Items verwenden. Warum nicht tatsächlich Schokoriegel für sowas verwenden oder wie sie es auch sonst immer mal gemacht haben? Oh, diesmal wird das Geld sogar nicht von Vögeln bewacht, sondern von Schlangen. Dann wollen wir uns, nachdem wir uns des Reichtums bemächtigt haben... Nee, da war jetzt gerade aber nichts, oder? Na, sehe ich gar nichts. Umrunden wir nochmal weiter. Wenn ich nochmal Richtung des Speicherpunktes komme, werde ich mich nochmal daran aufladen. Weil mit Fina und so bin ich jetzt weitestgehend durch, was das Verbrauchen meiner Magiepunkte betrifft. Ja, ansonsten glaube ich zumindest, dürfte ich ja mehr oder weniger das Wichtigste jetzt schon mitgenommen haben. Ansonsten... Glaube ich, dass da oben der Speicherpunkt gewesen ist. Bis gleich. Ein abrupter Schnitt, was ist passiert? Ich stellte fest, nachdem ich den Speicherpunkt aufgesucht habe, dass ich keinen Schätzen oder Gegner mehr über den Weg gelaufen bin und nur noch nach draußen lief und habe jetzt in Neuparm einfach meine Gruppe mit den aktuellen Rüstungs- und Waffengegenständen, die man kaufen kann, soweit versorgt und ausgerüstet. Ich habe Gegenstände in den Koffer gepackt, die ich jetzt nicht brauche und kann... Oh, zu den Domruinen? Okay, das Ende der Welt ist quasi direkt bei den Domruinen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da schon so nah dran sind. Und das da oben drüber ist der Nebelwald. Aber warum den Umweg über den Nebelwald gehen, wenn wir dann direkt irgendwie weiter westlich zu diesen verdammten Mauerwerkstücken kommen? Aber egal, gucken wir mal. Ich bin ja schon ein bisschen heiß drauf, weil man mir gesagt hat, dass das Ende der Welt ziemlich cool implementiert sein soll. In diesem Spiel. Oh, diese Angst. Weg zu den Domruinen, gesperrt für Mitglieder der Abenteurerliga. Ja gut, dass wir nicht in der Abenteurerliga drin sind. Was ist das denn? Ist das irgendwie ein neuer Gegner? Ist das irgendwie ein feindlicher Club oder sowas, die nicht hier drauf auf den neuen Spielplatz gelassen worden sind? Oh, die Ents. So, dann wollen wir jetzt mal mit unseren mächtigen Zauberwerken zu Potte kommen. Also, wir heulern wieder ein wenig bisschen was hier rum. Und dann habe ich Justin und Sue den Feuerzauber oder das Feuerelement gekauft.
Hoffe ja. Hatte ursprünglich überlegt, Fina zuerst noch den Wasserzauber zu geben, damit sie die Elemente voll hat. Aber wie ich natürlich auch feststellen durfte, ist, ist mit etwas mehr, ist es schöner, wenn man etwas mehr, ach Gott, ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort, Magiepunkten rumlaufen darf. Deswegen möget ihr es bitte schön steigern. Es ist natürlich beim Feuerzauber ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier... Was? Hat sie sich verschluckt oder sowas? Ist Puffy in ihren Mund reingeflogen? Ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier mit dem Feuerzauber nur... Ich sollte nicht über ihre Sprüche oder sowas drüber sprechen. Na, egal. Ich werde jetzt zumindest versuchen, den Feuerzauber ein wenig aufzustocken. Sue braucht ihn auf Level 2 und Bogen auf 12. Ui, 120 Gold. Also diese Bäume sind vermögend. Verdienen... Oh Gott, ist das mickrig, was ich da an Erfahrungspunkten für Feuer dazu kriege. Mal gucken, wie ich das handhabe. Aber cool. Aber die atmosphärische Musik hier. Also Musik ist es ja nicht, aber diese Geräuschkulisse. Oh. Straße zu den Domruinen. Ich mache wieder dieselbe Taktik wie gerade auch. Noch mehr Bäume. Sehr schön. Direkt viel besser, wenn die Gegner nah beieinander stehen. Also die Atmosphäre hier in dem Wald, die gefällt mir wirklich außerordentlich gut gerade. Ein bisschen mit dem Nebel, da kann ich nicht hoch. Aber in diesem Turm kann ich auch nichts machen. Oh, hier gibt es sogar Schätze. Wobei ich jetzt nicht gedacht hätte, dass wir jetzt direkt ohne Umschweife, ohne Story oder sowas, direkt in den nächsten, nenn es mal Dungeon oder das nächste Gebiet jetzt hier einfallen. Normalerweise ist es ja bis jetzt ja immer anders gewesen. Ne? Nach jeder Kleinigkeit, wo wir mal irgendwie rumgelaufen sind, passiert wieder irgendwas Nettes. Okay, da haben wir uns zumindest ein kleines bisschen hier durch den Wald verlaufen. Aber, na gut, kann das natürlich sein, dass wir jetzt auf das L'Oreal-Camp stoßen von den Leuten. Oder auf den nächsten Holzgegner. Und so macht mit ihrer Keule leider so gut wie gar keinen Schaden an den Typen hier. Moment, hier war noch irgendwo... Wird noch auf der Karte angezeigt? Ah, das ist es. Oh, wieder ein Schokoriegel. Mal sehen, was für ein Samen es dieses Mal ist. Der Gescheitsamen. Ja, wahrscheinlich eher für Geschwindigkeit. Ich wurde auch gefragt, warum ich mit Fina nicht den... Oder von Renato 6 war es, glaube ich. Warum ich mit Fina nicht... den Domina-Modus aktiviere. Jetzt bin ich wieder hier unten. Okay. sondern mit dem Messer agiere. Also ich habe zumindest gesehen, dass der Gescheitwert oder Geschwindigkeitswert oder Geschicktwert, ich habe keine Ahnung, wie das Ding jetzt genau heißt, dass sich der bei der nur steigert, wenn ich Messer benutze und sie mit dem Messer im Vergleich zur Peitsche ein wenig ins Hintertreffen geraten ist. Also 3 Fähigkeitsstufe statt 6 wie bei der Peitsche. Deswegen werde ich das auch bei ihr entsprechend hin und her biegen, wie es gerade denn passt. Will heißen, wenn ich überhaupt dazu komme, das mit ihr mal einzusetzen, weil mittlerweile hat sie doch einige schönen Vorrate oder einige schöne Vorräte an Zauberpunkten. Ansonsten bin ich in den Kämpfen, ich glaube da unten im Gebüsch war etwas, was man schwerlich, fiese Kamera, böse Kamera, sehen kann. Das Problem ist in dem Sinne, ich habe zu viele Magiepunkte und höchstens ganz am Ende, wenn ich irgendwie auf der Suche bin nach einem Speicherpunkt, klappt das nicht ganz. Ja, das andere Problem ist, durch diese Massenvernichtungszauber mit Feuer bin ich jetzt gerade erstmal mit Justin Feuer am Steigern, nicht mit Sue. Weil Justin bis jetzt immer als erster dran gekommen ist. Ich muss natürlich gucken, dass die Gegner auch einigermaßen irgendwie in einem Pulk zusammenhängen, damit da irgendwie mehr als 5 Erfahrungspunkte bei rumkommen. Yeses, ich habe das Gefühl, mich irgendwo verlaufen zu haben. Das heißt, meine Waffenlevel werden jetzt erbarmungslos in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist die Frage, ob ich irgendwie... Ich hatte gerade eben in der Transition des Kampfes gesehen, dass es hier oben auch noch eine Straße oder... Zumindest sah es danach aus, gibt. Aber ich glaube, ich bin jetzt gerade wieder genau da, wo ich eben irgendwie diesen Schokoriegel eingesammelt habe. Und mich danach gefragt habe, kommst du denn da irgendwie weiter? Oh, da war ein Gegner. Ist er respawned? Keine Ahnung, waren wir hier noch nicht. Und was mir jetzt langsam bei den Baumgegnern auffällt, ist, dass ich sie entweder fies niederbrennen oder niederfegen muss mit den Zaubern und sie ansonsten von Hammern oder von Messern nicht allzu viel Schaden kriegen. Macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt zugrunde lege, dass Justin der Einzige hier mit einer Axt ist, der Lumberjack quasi. Der Einzige, der mit der Waffe die Dinger auch ordentlich schaden kann und zu Fall bringen kann. Ist so ähnlich wie bei Mega Man, nur dass es keinen Cutman bei Woodman gegeben hat. Verdammt nochmal pro Wood. Ich komme jetzt, das ist der Anfang, genau. Und ich meine gesehen zu haben, dass es hier oben irgendwo noch eine verdammte Strecke gegeben hat, mit der ich irgendwie weiterkäme. Habe ich zumindest gedacht. Aber vielleicht muss ich auch die Abkürzung-Abzweigung mal nach hier benutzen, oder? Oder vielleicht sehe ich das jetzt auch nicht gerade hundertprozentig. Jetzt bewege ich mich schon wieder in die falsche Richtung oder sowas. Glaube ich. Oder? Ne, hier ist... Hier waren wir auch noch nicht.
Jetzt ist Bernd wieder ziemlich konfus. So, zumindest kriegen wir wieder Geld. Nachdem ich mir jetzt auch die Dornenpeitsche gekauft habe für Fina, mussten meine Finanzwerte ordentlich bluten lassen. Auf die falschen Aktien hat er gesetzt, auf die falschen. Und ich setze die ganze Zeit auf die falschen Wege. Also, ich würde mal sagen, irgendwie muss ich jetzt hier nach... Was ist das? Wenn ich die Kameraperspektive so drehe, ich muss irgendwie hier nach Westen. Ist mal hier wieder am Dreck. Vielleicht soll ich einfach den... Ich habe irgendwas Gefühl, ich muss irgendwas am Dreck hier machen. Oder? Ist ja... Ach, hier... Ah, okay, hier ist ein Weg und ich sehe übersehe ihn die ganze Zeit. Ja, tut mir leid, ne? Das passiert, wenn man keine Karten einbaut in seine fantastisch tollen Rollenspielchen. Okay, und damit haben wir nun endlich die Domruinen erreicht. Seitdem wir auf dem Kontinent sind, sind sie in unser Auge quasi gesprungen. Oh, und ein Speicherpunkt. Der sitzt genau an der richtigen Ecke, glaube ich. Dies sind die Domruinen, Justin. Als ich das letzte Mal hier war, waren überall Soldaten der Garlyle und so konnte ich nicht hinein. Das ist also das erste Mal, dass ich die Ruinen betrete. Vorsichtig also, denn ich weiß nicht, was passiert. Okay, okay, lass uns gehen. Oh, nicht lange geschnackt, direkt in die Aktion hier rein. Ja, okay, der Dreck zeigt an, wo die Ruinen sind. Und wir haben neue, alte Gegner, umgefärbte Gegner. Ich sehe es ihnen jetzt gerade nicht an der Schleimnasenspitze an. Roter Schleim. Ich habe mir nicht gemerkt, was die anderen Schleimis so drauf haben. Aber sie fangen schon wieder an mit ihren mächtigen Sonderfähigkeiten. Deswegen holen wir uns da oben mal einen kurzen Wind her. Und... A wind, blow them away. Genau. Das passt dann zu ihrer Animation, dass die leichten Kleidchen auch ordentlich im Winde verweht werden. Aber gut, da kann ich mit jedem hier nochmal Magie wirken. Mal sehen, ob Feuerzeug ein wenig besser ist gegen das da unten. Ist ein bisschen schade, wie gesagt, dass... Okay, dass wir in der Form hier immer gucken müssen, dass die wirklich ganz, ganz, ganz nah beieinander rumstehen. Was zum Teufel sagt die da? Das klingt so nach Höhlenmensch zu. Japanischer Höhlenmensch zu. Oh, der eine hat sich anscheinend hier mit Klebekleister zugekleistert, um sich zu schützen vor der übernatürlichen Wucht der Su. Nicht mit der Su zu verwechseln. Aber das ist okay, da kann man mehr... Wisst ihr was? Da gehe ich jetzt weiter rüber, hier den Graben zu machen. Das macht die Kämpfe für mich, das mache ich ja alles offscreen. Natürlich relativ lang, weil ich jetzt jedes Mal immer gucke, ja, dann in dem Zusammenhang immer Zauber verwenden. Und Zauber verwenden wir jetzt ja auch weitaus häufiger und hier gerade bei Fina Zauber oder Elemente zu steigern, die jetzt auch nicht irgendwie was für den Kampf dazu beitragen, besser im Kampf zu werden oder so. Und wie gesagt, das, ihr seht ja jetzt gerade, dass das die Dinger... Ja, let's hack. Ich hab keine Ahnung. Kann man das irgendwo nachgucken, was sie da sagt? Versteht das tatsächlich jemand? Ja, zumindest haben wir es jetzt mal ein bisschen... dazu gebracht, weiter besser zu werden. Aber sie wird mit dem Hammer nicht wirklich gut. Oder nicht wirklich besser. Zumindest in der Zwischenzeit. Was haben wir denn jetzt hier Feines dazu gekriegt? Auf 24, das ist okay. Ja. Wobei ich mich jetzt schwer tue, mich mit Justin oder Sue jetzt genau drauf zu konzentrieren, besser zu werden. Was? Da packen die mir hier direkt sowas hier dazwischen, dass ich da nicht reinkomme, so als Sauerei. Aber, das sehen wir hier, ein schönes neues Schächtelchen. Und drin ist eine Blaupill. Die führt dich tiefer in den Kaninchenbau. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Die blaue Pille heilt 20 Zauberpunkte bei auf allen drei Stufen. Und das ist damit mal enormus, würde ich sagen. Also ziemlich krasse Sache. Ich hoffe, ich habe noch nicht nachgeguckt, ob man sowas überhaupt kaufen kann. Aber sollte ich mal gucken. Und Dynamit. Also Dynamit hat sich momentan, glaube ich, ein bisschen selber überlebt. Weil ich hatte zuerst gedacht, ich horte diese Explosivstoffe mal, um außerordentlich viel Schaden zuzufügen. Gucken wir mal. Reicht es? Achso, ich dachte, ich wäre jetzt schon im Kampf drin. Verdammte Säule, dass diese Säule aber auch immer für den Gegner funktioniert. Und nicht für mich. So, wir haben irgendeinen Sandbeißer. Nein, einen Sandtaucher und roten Schleim dabei. So, das bedeutet für mich, ich fange wieder an, Magie zu wirken. Und ja, die müssten nah genug beieinander stehen, damit das auch gescheit funktioniert für mich. Und Fina müsste noch ein oder zwei Anwendungen von Erde benutzen können. Ich mach die Erde.
Einfach weil ich jetzt das ausnutzen möchte, dass diese drei so nah zusammen sind, damit Sue auch nochmal einen Batzen von Erfahrungspunkten kriegt. Und der Sandbeißer wollte ja ohnehin keine besonderen Fähigkeiten, glaube ich, einsetzen. Zumindest habe ich den Eindruck gehabt, dass er das kategorisch ablehnt. Das passt nicht zu seinen Prinzipien. So, Sue, tue, was sie kann. Und ich habe auch, ich glaube auch, kannst du mal den richtigen hier anbieten? Ja, dann nimm den da mal. Wobei ich jetzt mal drauf achten muss. Habe das... Erstmal darauf, dass ich das irgendwann mal verstehe, was sie da schreibt. Und auf der... Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein, ist der... Hab ich aber auch eine Furunkel an der Schabunkel. Also, da habe ich irgendwie Pech mit, oder? Ich bin einfach zu schlecht dafür. Ja gut, dann steigere du mal deinen Axtwert, Justin. Ich würde mich freuen, wenn ich irgendwie manipulieren könnte... Ja, komm, greif du normal an. Wenn ich irgendwie manipulieren könnte, wer als erster dran ist. Irgendwie... Yeah! Weil momentan ist es irgendwie immer der Justin. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, wenn er den ersten... Oh, er hat den ersten Feuerlevel hinter sich. Gut, dann will ich das jetzt so rumhantieren, dass das mit der Sue dann nachher quasi gleichgezogen wird. Dass sie hinterherkommt. Okay, da kann ich nicht runter. Jetzt habe ich wieder meine Orientierung auf wundersame Weise verloren. Ich hätte nachgeguckt, was die Blaupille kann. Es ist das von Puffy favorisierte Verhüterli. Vermutlich. Das Ding, kann man da irgendwas mitmachen? Irgendwie in den Mund reingreifen und irgendein Item rausholen? Ich vermute mal nicht, aber gucken wir mal. Ah, okay, da kommen wir, glaube ich, tief in die Ruinen rein. Und hier müsste der Speicherpunkt sein. Jawohl. Moment, ich gucke jetzt mal, wie viel Zeit wir überhaupt noch haben. Ja, das trifft sich gut. Dann schauen wir dann beim nächsten Mal tiefer rein in die Eingeweide dieser Ruine. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und frohes Ostern, euer Berndi.